Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome back on my channel. Today I wanna try a 3D flower again. Ich möchte heute nochmal eine 3D-Blume ausprobieren. Ich bin noch fleißig am Rühren, ich bin noch nicht durch. Ich habe mir Honey Resin angerührt. Diesmal eine größere Menge, weil das sind wirklich 4 Coaster und ein Halter. Und zwar wurde ich nämlich gefragt, ob ich so kleine Formen machen kann. Und ich hatte eine billige Amazon-Form, ich muss es jetzt mal so sagen. Das sind diese kleinen hier gewesen. Und habe mir die zum zweiten Mal schon bestellt. Und nach dem ersten Guss hatte ich einen Riss in der Form. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt ein drittes Mal diese Form bestelle, bestelle ich direkt vernünftig und habe mir diese Form von Molds in Shapes geholt. Verlinke ich euch in der Box, in der Infobox. Ja, und die möchte ich natürlich heute ausprobieren. So, today I wanna do 4 coasters and a holder. I mixed up about 330 grams of honey resin. I'm still stirring. I bought quite cheap molds from Amazon. And first time I bought them, I just got about 3 pours. And then they were just, well, matte and not ready to use. So I ordered them again, and after 1 pour, I had like resin stuck on the silicone and the form was broken again. So I thought before I buy this one a third time, I will buy good quality molds, and these are from Molds and Shapes. They ship worldwide, at least as I know. And yeah, I want to try them. So, ich rühre also hier noch fleißig. Das dauert noch einen kleinen Moment. Ich wollte euch aber gerade schon mal die Farben sagen. Ich möchte heute ein Rosa nehmen. Das Ding ist, ich benutze, ihr wisst ja, ich bin Dupont Brand Ambassador und nutze auch die Dupont Farben überwiegend, weil die einfach total genial sind. Es gibt aber noch nicht alle Farbpasten. Die kommen erst noch. Das wird nach und nach ausgebaut, und in der Zwischenzeit nutze ich halt das, was irgendwo, was ich kriegen kann. Deswegen habe ich jetzt hier so ein helles Rosé von Resi Tint, Pink Innocent heißt das. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob wir dazu das True Aluminium Gold von Dupont nehmen. Ich habe allerdings auch noch so einen Peach-Ton, aber ich bin tatsächlich ein bisschen am hin und her gerissen, ob wir ein Peach nehmen oder ein Gold. Wie gesagt, das ist das True Aluminium Gold. Und ich habe das Dupont Ocean Wave White. Das ist das hier. Das nehme ich ja super gerne für alles Mögliche. Für meine Strandbilder, für Untersetzer, für alle möglichen Sachen nehme ich das Weiß. Ja, das ist so der Plan. Wie gesagt, ich schwanke noch ein bisschen mit der Farbe. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche wir von beiden nehmen. Und ich habe auch noch dieses Olive Honey, das finde ich so toll. Das würde ich auch gerne nehmen. Ich möchte aber nur 3 Farben machen. Also während ich rühre, gehe ich in mich. I want to use 3 colors, and I got some light rose, Pink Innocent, from Elicam Resin, sorry. We buy it in Germany on a German website called resin-kunst.de. I will link that in the description box. Then I have a True Aluminium Gold from Dupont, but I also have a peach color, which is a shimmer paste, and, well, I cannot decide right now which one. And I have some Olive Honey, I love that color, and the Dupont Ocean Wave White Pigment Paste. So these are my colors, and while I'm stirring my resin, I will stir that, I don't know, about 5, 6, 7 minutes, I'm not sure. I think about the colors, and then I will be back with already mixed up colors, I think, because my honey resin was empty and I had to open a new bottle and empty the last one, and I really made a mess, and everything is kind of sticky here. So I will just mix up my resin, mix up my colors, just clean up the mess just a little bit. And oh, I need some piping bags as well, so I prepare myself. Not prepared at all. I prepare myself and then I will be back. So, ich musste hier erstmal ein bisschen Schweinerei wegmachen und ich musste auch meine Handschuhe wechseln. I needed to change my gloves because it's... I really made a mess. The last days and everything is packed with colors and I don't know what. So,
As you can see, I filled my molds. I torched my resin because I always have some bubbles and I still see something in my mold that makes me crazy because time's running. And I do have a hair. Ich habe auch noch ein Haar hier drin. So, ich habe mir meine Farben angerührt. Ich habe Weiß genommen. Das füllen wir jetzt hier rein. So, Nummer 1. Ich versuche diese Blumen ja schon seit gefühlt einer halben Ewigkeit. Aber ich gebe nicht auf, so lange, bis ich eine ordentliche hinkriege. Ich meine, ich habe schon Blumen hingekriegt, so ist es nicht. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden. I am still trying to make the perfect flower. I tried for a month now and I already created some pretty good ones, I would say. But it's not this effect I'm really going for. They were not bad. They were good, but I'm looking for something different. What's going on with my... Okay, it's not my day. Okay, I made some pink innocent. This is my second color. And my third color... I really thought about putting some green in my white, but then I thought, no. Ich wollte erst noch etwas Grün da reinmachen ins Weiß und habe aber dann gedacht, mach es nicht zu bunt. Rosa ist so eine schöne, elegante Farbe. Es muss nicht, dieses leichte Rosa ist so schön. So, ich habe nur das genommen. Meine dritte Farbe ist das True Aluminium Gold von Dipon, my third color. And I mixed it with the Cyclamen Opal Color Shift. I used it in a last pour, I think 2 days ago. But this flower didn't work. It looks like, I don't know, an octopus. I have no clue. I mean, it's kind of funny, but it's not what I expected. So I wanted to use this color again. And I think the combination with the True Aluminium Gold is pretty nice. So we go for this. Okay, so that's this. All right, I will clean that up later. All right, let me put this out of the way. This was the green honey. All right, so now I will start with adding some glitter. I have, how they call it, 3D olive green 3D flakes. They're also from Dipon. They have all kinds of flakes, like smaller ones, bigger ones. So go check that out. Ich nehme diese 3D-Flakes von Dipon. Die haben so viele Flakes, von ganz fein bis grob bis ich weiß nicht was. Guckt euch das echt an. Ihr wisst ja, oder vielleicht auch nicht, ich schreibe es in die Description-Box rein. Mit dem Code Lilian könnt ihr 10% sparen. Und die haben wirklich unfassbar viele Farben. You can use on the Dipon website, I will link that also in the description box, you can use the code Lilian and you get 10% off if you want to try. I know that they ship worldwide. I know that the shipping costs are a little bit more expensive than if you would buy within your own country. But I think we are, all the resin artists I know, they order from all over the world. From China, from Russia, and I don't know, from Great Britain. So why not ordering from Germany? Those molds and shapes, they are in the Netherlands. So check out the Dipon website. They have pretty amazing resin and colors and everything.
Okay, let me just push them down a bit. I think I used too much over here. I used too much over here and too less or too little or too less, too little, I don't know, over here. Schubsen wir einfach ein paar rüber. Okay. Okay, I think they're pretty much in the middle, and I still have a hair, and there's something in the mold over here. Okay, as you can see, I made a mess over here. Ich habe natürlich rumgekleckert heute. So, fangen wir an. So langsam sollten wir mal loslegen hier. Kennt ihr diese Tage, wo eigentlich, wo das nicht so von der Hand läuft wie sonst? Do you know those days where everything doesn't... When you're kind of not in the flow, everything seems to work quite slow. And, well, this is one of those days. I'm usually really pretty much faster with mixing my colors or putting the colors in the piping bags. And I'm more organized. And today, this is one of those crazy days. Heute ist einfach so einer dieser verrückten Tage, wo nichts so läuft, wie ich mir das vorstelle. Okay, so this is this. Then I need a new paper towel. I really have to hurry up a bit. You just have a special, like a time frame, and I have no clue if this is gonna work today. Okay, we will start with the white. Wir fangen mit dem Weiß an. Dann machen wir Rosa, dann machen wir Gold. Und there's another hair in my resin. I go crazy today. Macht mich irre. So. Nur eine kleine Spitze. Ein bisschen größer kann sie sein. So, this is my first color. This is my second one. Dann kommt rosa. Und dann kommt mein Gold, was auch immer. Okay. Ich habe das rosa zu groß geschnitten. Alright, let's start. We are doing like bigger petals here. I will do this one differently. So, das mache ich ein bisschen anders. Das Rosa habe ich ein bisschen zu.
Now the gold. So I will try to do a golden outer circle. Ich möchte mit dem Gold hier anfangen, also aufhören quasi. I think we're done.
And last but not least, a little bit white. Ein bisschen Weiß noch da rein. And also in my little heart. Which is pretty empty because I didn't have enough clear resin. So I will just put some colors in, just randomly. Ich fülle das jetzt einfach ein bisschen auf, das Herz. So just a quick torch here. This heart is more like a test piece. Das wird jetzt mehr so ein Probestück. Bevor ich die Farben wegschmeiße. Done. I hope this is gonna work out. I have no idea. So, I touched the side of the mold. Then the color gets stuck. Wenn man die Farbe da dran macht, dann bleibt die daran kleben. Deswegen. So, I will clean up my mess and then I will take you for a close-up. Ich räume hier gerade einmal auf, dann gibt es ein Close-up und dann heißt es Daumen drücken, dass das Ganze irgendwie funktioniert. So, hier kommt mein Close-up. Es tut sich leider nicht mehr wirklich viel im Harz. Ich glaube, naja, wir werden mal sehen, was da morgen bei rauskommt. Hier bin ich wieder mal so ein bisschen an die Form gekommen. So, naja, wir werden sehen. Okay, see you tomorrow for the molding. Guten Morgen. Good morning. So, we are ready to unmold. I'm so curious. Ich bin so neugierig. Tada! Wow! I love it. They worked. Guckt mal. Total schön.
Die sind wirklich schön geworden. So, noch zwei und dann haben wir noch den Halter. Die sind ein bisschen biegsam, little bendy. But I'm so curious. Ich bin immer so neugierig. Ich warte so ungern 24 Stunden. Die ist auch schön geworden. So, und das kleine Herz. Little heart. Okay, that was just leftover resin. But this side looks pretty. Die Seite sieht echt nett aus. So, einmal die Form gerade beiseite. Und jetzt gucken wir uns mal den Halter an. Ich habe noch nie so einen Halter gehabt. Zwei Luftblasen. That is two tiny little bubbles. One more and ein noch, dann haben wir's. Okay. And now the last one. It's still bendy, I know. I will. I'm too early, as always. But anyway, I can. Ich werde das auf eine Silikonmatte legen. So, das ist die gegossene Seite. This was the side I was pouring. And this is the other side. It looks so pretty. I love it. And then you put those little legs. But I will let them sit for 12 more hours. I was quite early. Ich lasse das Ganze jetzt noch schön durchhärten für die nächsten 12 Stunden oder 24 Stunden. Ich war ja sehr früh mit dem Entformen. Ihr kriegt jetzt noch gerade ein kleines Close-up. I give you a little Close-up. Und ich hoffe, dass euch die Blumen gefallen haben. I hope you like those flowers. Guckt auf jeden Fall in die Infobox einmal bei mir rein. Da habe ich immer noch ein paar mehrere Informationen und auch ein paar Sachen verlinkt. Das ist immer einfacher. Und ja, please check out my description box, because I always put some more information, something I forgot, I write in the description box. So check out. And then see you in the next video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt kommt erstmal noch das Close-up.